Was geht ab, meine lieben Freunde? Zetsurimax Kriegs am Start. Und heute habe ich mal wieder einen neuen Glitch für euch mitgebracht. Und dieser Glitch ist extrem geil. Denn ihr könnt innerhalb einer freien Lobby mit eurem Motorrad die ganze Zeit rumfahren und unendlich Unfälle bauen. Aber ihr bleibt auf dem Motorrad drauf. Das heißt, ihr fallt nicht runter. Diesen Glitch habe ich vorher auf YouTube noch nie gesehen. Und deshalb würde ich es nett finden, wenn ihr mich erwähnen würdet, falls ihr diesen Glitch auch hochladen wollt. Außerdem ist dieser Glitch extrem einfach und sogar solo ausführbar. Dieser Glitch ist vor allem für alle Stunter unter euch extrem nice. An dieser Stelle habe ich, denke ich mal, genug gelabert. Fangen wir mal mit dem eigentlichen Glitch an. Kurz vorab, diesen Glitch könnt ihr mit jedem Motorrad machen, mit dem ihr den Glitch machen wollt. Und zwar geht ihr einfach in eure Garage und steigt auf das Motorrad, mit dem ihr diesen Glitch machen wollt, drauf. Und fahrt einfach ganz normal aus der Garage raus. Anschließend müsst ihr etwa eine halbe bis eine Minute lang in der freien Lobby rumfahren und am besten keinen Unfall bauen. Das heißt einfach ganz chillig in der freien Lobby halbe bis eine Minute lang rumfahren. Und sobald ihr das gemacht habt, geht ihr ins Pausemenü und startet ein von Rockstar erstelltes Stuntrennen. Außerdem muss dieses Stuntrennen natürlich ein Motorradrennen sein, denn sonst wird dieser Glitch nicht funktionieren. Und ich habe in diesem Video das geschickt eingefädelt Stuntrennen gemacht. In der Lobby angekommen, könnt ihr eure Einstellung machen, wie ihr wollt. Ich habe aber in diesem Fall die Standardeinstellung mit 2 Runden gelassen. Wenn ihr jetzt dort ankommt, wo ihr euer Motorrad auswählen könnt, ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr das Motorrad nehmt, was ihr vorher aus eurer Garage rausgefahren habt. Jetzt könnt ihr einfach das Rennen ganz normal starten und dann müsst ihr das einfach komplett einmal durchfahren, also von Anfang bis zum Ziel. Habt ihr das Rennen jetzt beendet, bekommt ihr euer Geld und eure RP und dann könnt ihr liken oder disliken und dann kommt die Meldung, ob ihr in den freien Modus wechseln wollt oder irgendein anderes Rennen starten wollt. Hier ist es auch wieder ganz wichtig, dass ihr in den freien Modus wechselt. Wenn der Glitch jetzt bei euch geklappt hat und ihr alles so gemacht habt, wie ich es euch erklärt habe, müsstet ihr nicht mehr von eurem Motorrad fallen. Also hier könnt ihr nochmal im Video sehen, ich knall hier eiskalt gegen Büsche, gegen Wände und gegen Autos und ich bleibe auf dem Motorrad drauf. Die einzige Methode noch von eurem Motorrad runterzufallen, ist einmal einen zu heftigen Wheelie zu machen, denn dann gebt ihr einfach nach hinten um. Oder wenn ihr irgendwie extrem krass auf eurem Kopf landen solltet oder so, dann fallt ihr auch vom Motorrad runter. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt einfach wieder aufs Motorrad draufsteigen und der Glitch wird immer noch funktionieren. Was ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr euer Fahrzeug nicht zerstört. Denn es kann sein, dass wenn ihr euer Fahrzeug zerstört, dieser Glitch auch nicht mehr funktioniert. Außerdem dürft ihr die Lobby nicht wechseln, denn dieser Glitch funktioniert nur in der Lobby, in der ihr anschließend gespawnt seid. Und dieser Glitch funktioniert nur auf diesem Motorrad, was ihr auch in dem Rennen benutzt habt. Das heißt, dieser Glitch ist nicht accountbasiert, sondern fahrzeugbasiert. Sobald ihr euer Fahrzeug wechselt, fliegt ihr einfach wieder ganz normal von dem Motorrad runter. Steigt ihr dann aber wieder auf dieses Motorrad, dann funktioniert der Glitch wieder. Es kann passieren, dass der Glitch bei euch nicht geklappt hat, aber keine Sorge, bei mir hat es auch nicht beim ersten Mal geklappt. Probiert es dann einfach nochmal aus und dann sollte es eigentlich auch schon funktionieren. So, und das soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und checkt meine Facebook-Seite ab. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.